Herzlich willkommen zu einem weiteren Part meines Destiny 2 Beyond Let's Plays. In diesem Part werden wir ein zwei Runden Team versenkt machen. Und damit weiter geht's. Also ja. Das war komplett kaputt, aber egal. Ja, bei dem Modus ist es eigentlich egal. Hat aus. So. Wie der Modus läuft, sollte eigentlich eh klar sein. Jeder bekommt eine One-Shot-Waffe. Also wenn man richtig trifft, ist halt One-Shot. Muss sich dann gegenseitig erledigen, also halt beide Teams so davon ab. Ja, es ist halt Standard PvP. Komm, ja, komm, ja, Corona, nein. Ja, nee, das war cringe. Aber davon ab, ja, kann man ja hier sehen. Gibt es halt noch gut paar Lore-Bücher, die man sich halt hier so durchlesen kann, falls man Bock hat. Ja, bin ich halt aktiv dran vorbei, die halt alle durchzuarbeiten. Ich bin hier, fehlen mir jetzt noch, keine Ahnung, das, 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 das und noch das. Ja, das habe ich eh noch nicht fertig, also bringt es ja nicht wirklich was. Und hier halt den letzten Tag und sechste nochmal neu. So wie sich das angehört hat, ist das irgendwie noch mehr als es eigentlich ist. Aber falls wer daran interessiert ist, kann man ja halt mal auf meinem Erweiterungskanal vorbeischauen. Also halt auf meinem Sieber Ghost Kanal. Kann man halt mir halt zuhören, wie ich diese einzelnen Einträge durchlese. Momentan habe ich halt zuletzt das Dorf fertig gemacht. Das soll dann halt Mitte Januar rauskommen. Dann halt ansonsten noch Evas Reise, die ich noch. Gestohlene Daten, der Warlock auch nur. Konstellation, ein Wirnet, Akilbeb, dein Kokon und den Pfad finden, den man rein theoretisch hier noch machen muss. Um hier alle fertig zu haben. Und hier bei der Dunkelheit, von der Wahrheit zur Macht, Wunschmauer, Geständnisse, Prüfungen und Sorgen, Prälaboraufzeichnungen vertraulich, die ehemalige Schiffsdiebin. Das sind so die Lore-Bücher, die ich noch fertig zu machen, wenn ich hier alle Lore-Bücher haben will. Könnt ihr vielleicht mal die Kommentare schreiben, welches ich dann davon als nächstes machen soll. Falls der wer interessiert ist. Und ansonsten habe ich zwar länger drauf warten, bis wir ja endlich alle Leute zusammen haben. Weil, ja gut, anders ist der jetzt nicht mindestens jetzt Weihnachten. Also irgendwo klar, dass jetzt nicht gerade wirklich die Leute spielen wollen. Es ist zu früh oder halt allgemein vielleicht Leute auch schlafen oder sowas. Naja. Ansonsten hier nach wie vor in der Weihnachtsrüstung. Oder gesagt, in der Weihnachts-Event-Rüstung vom letzten Jahr. Ist halt das Problem mit dem Ganzen. Ich habe hier halt kein Glanzstab, um ein neues Set zu kaufen. Also wirklich, mögen tue ich das so jetzt auch nochmal nicht. Der Mann, was der jetzt passt, halt zu der Zeit. Ja. Ansonsten. Keine Ahnung. Ja, 7 von 12. Müssen wir noch klären, wie sie weiter warten. Dann haben wir hier eigentlich alle, denke ich mal. Abgesehen davon bin ich halt aktiv treiben vorbei, noch einen. Diese neuen Chorus-Folgen aufzunehmen. Oder ja, gesagt, den Rest von dem Spiel. Dezent belasten, muss ich echt sagen. Aber anderes der jetzt. Ja, es ist, hat irgendwas. Aber vor allem, wenn das jetzt schon so nervig ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das mit Elden Ring laufen wird. Allgemein, jetzt vor allem im Januar gibt es ziemlich viel Content für euch, also falls. Ja, das wird etwas. Halt drei Spiele gleichzeitig im Januar. Mit Aragami 2, Chorus, Destiny. Und im Februar wird dann halt, glaube ich, Chorus vorbei sein und ich halt eben auf Dings wechseln. Elden Ring neben der Witch Queen, was dann ja auch im Februar anfängt. Und dann halt eben geht's im März dann weiter mit, wie heißt, Babylon's Fall. Und halt natürlich die ganze Zeit über das ganze Jahr The Witch Queen. Und dann halt wiederum geht's weiter mit Steel Rising im Juni.
Und halt eben. Wie heißt. Ghostwire Tokyo gegen Ende vom Jahr, denke ich. Das ist so der Plan für 2022. Könnte auch sein, dass ein Spiel oder so noch mehr dazu kommt. Wie zum Beispiel dieses Nightingale oder wie man das ausgesprochen wird. Es kann halt sein, dass ich das noch machen will. Aber vorerst beschränke ich mich erstmal auf die Spiele allgemein. Es ist ein bisschen zu. Fangt schon eh schon an, dass ich gefühlt alle möglichen Spiele, die ich mir neu holen will, auch und jetzt gleich vorbringe, gefühlt. Oder halt fast alle. So oder so, ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Meiner Meinung nach, jedenfalls. Anderes, der jetzt muss ich dann nicht mehr machen. Aber, ganz ehrlich, dafür ist eine zu gute Möglichkeit. Strahlende Klippen. Mal nicht der Burnout. Deine Verbündeten ja. Und besiege deine Gegner. Ja, wirklich. Ich dachte, man soll genau das eben nicht machen. Okay, jetzt brauchen wir hier noch einen Screenshot. Ja, gut, hat das jetzt funktioniert? Naja, ich weiß es nicht. Na ja, komm, das ist einer von meinem Team oder was? Ja, komm. Ja gut, das muss schon passen. Also man, hier muss ich mehrere Sachen gleichzeitig machen. Okay. Das war halt nicht so nice. Naja. Ein Kill und dann halt der Rest da ausstehend. Ja komm. Nee, nee, das schalte ich doch wieder an. Das ist dann doch ein bisschen zu irgendwie zu ungewohnt. Fast 8 Minuten oder so, die ich im Mad Screen verbracht habe. Ja, direkt 2, das ist doch perfekt. Na ja, gut, ne, da ist keiner. So, 3. Na ja, komm. Hat man den auch noch. 4. Insgesamt. So, dann. Ja, ich. Ja, komm, ne. Und den 5. Ich beneide deine Stärke, Titan. Direkt 6 Kills. Insgesamt, das ist doch mal etwas, das in meinem Leben so vorangeht. Und jetzt werde ich erledigt, ne? Oder nicht? 7, aber jetzt, oder? Nun, das war dumm. Schreit ja gerade über. Ja. Naja, 7 Killschräne. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall. Okay, was zum. Wo hält mich hier hin? So, 7. Wieder einer. Ich wiederhole mich hier schon wieder auf mit diesem. So und so weiter. Ja, gut. Eine Sekunde, warum ich den jetzt nicht erledigt habe. Das ist einfach nur, weil ich irgendwie komplett falsch gamed habe. Allgemeine Sache, die ein bisschen zu oft passiert. Naja, ich würde sagen, hier mal 2 Matches und dann halt noch einen weiteren Part. Mit was weiß ich. Sind wir bei 239 und 40 in der Season. Also, wenn man ja 4, also halt Beyond Light als Season ansehen will oder als Staffel. So eine Art. Meine ich das jetzt? Und hat insgesamt bei mehr als 400 Folgen. Echt. Das wird was. Ja, komm. Burger Tom Beard. Nee, ach komm. Ja, komm. Nee, das ist doch nicht richtig, ne? Sag ich ja. Das wäre auch zu schön, wenn das nur glatt laufen würde. Aber danach ist der jetzt, ich bin so schlecht, bin ich ja gar nicht mehr unterwegs, eigentlich. Zumindest vom Anfang her. Ja, komm, ne. Na.
Lichter. Warte, was? Wo ist der? Ah, da. Ja, komm. Komm, ich war eben noch knapp am Leben, konnte wegspringen und bin dann erst gestorben. Das macht wieder sehr viel Sinn, ne? Aber ja. Du liegst in ja, komm. Führung. Natürlich. So, dann hier. Weiter. Jetzt sind wir bei 11. Das heißt, es wird wahrscheinlich so 17 bis 20 Minuten lang sind der Part, denke ich. Aber davon abgesehen, geht hier irgendwie nichts wirklich voran an Kills. Ich meine, ich habe die 7 gemacht. Und er gesagt, mehr als die 7. Jetzt mindestens mal 8, 9 so um den Dreh rum. Und der anderen hat dann auch noch ein bisschen was beigesteuert, aber anderes der jetzt. Verstehe ich irgendwie nicht, warum es hier nur so wenig Kills sind momentan. Warum hier jeder so lange überleben kann. Weil irgendwie geht es hier schleppend voran mit den Kills. Ja, ich glaube, ich habe das schon lange genug ausgeführt. Ja, komm. Nein. Komm, 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 komm. Nein. Ach, komm schon. So. Ja, komm nachher. Ja. Perfekt, beide erledigt. Aber warum sind es jetzt hier eigentlich nur 3 gegen 3? Ist auch so Sach. Ja, komm. Weil wenn es so weitergeht, ich vielleicht noch den Part fertig machen, dann ist vorbei. Okay, bis wenn die mir das überlebt haben, aber ja. Na komm. Muss das jetzt immer mit dem Sinn, dass ich mich gegenseitig erledige mit dem. Das war ein Satz. Ja, komm. Eine Minute. Oder nicht? Ja, eine Minute. Also wird es jetzt echt auf Timeout rauslaufen. Und der nächste, mit dem ich mich gegenseitig erledige. Ist das jetzt der neue Trend hier, dass das immer wieder passiert, oder was? So, was? Na komm. Wie hat der gleich 2 Schüsse von mir überlebt? Naja. Kann halt was aushalten, das will man sagen. Stehen noch 30 Sekunden. Ja, vorausgesetzt, wir können die Punktzahl über den Gegnern halten. Ja, komm. Natürlich. Sekunden. Ja, komm. Ja, das haben wir gewonnen. Und falls es mit dem Rollfall zu laut ist, ja, sorry, aber ist halt bestimmt ein bisschen angeschlagen. Bin ich zumindest mal 188. Und wieder ein gewonnener Kampf. Auf zum nächsten. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? So ein Verbesserungsmodul und noch ein Fusionsgewehr. Brauchen wir nicht. Alles aussortieren wie der Müll. Und jetzt müsste ich eins. Also noch ein zweites Match und dann sind wir hier fertig. Bombastische Weihnacht. Auch wenn das eh nicht an Weihnachten rauskommen wird, aber. Passt schon, als er an Weihnachten aufgenommen ist. Ich würde das fast dann, so nenne ich das, aber anderes Dates ist halt schon ziemlich lang. Und außerdem mit dem Release Date ist das eh unpassend. Der kommt ja jetzt, was war. Wann war das? Nächsten Dienstag, das ist. 28. Also, keine Ahnung, wie man den jetzt hier nennen. Naja, ist ja auch nicht weiter wichtig. Wenn das so weitergeht, dann bleibst du auch bei einem Match. Aber welch was? Ja, komm. Also, ich würde eher doch sagen, das war's. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.